Haus als Umkleidekabine benutzt und seinen Golden Retriever tot auf dem Kopf trägt. Donald Trump! Und dazu aus dem Silicon Valley der erste Roboter, der gleichzeitig winken und lachen kann. Hillary Clinton! Hi, hi! Es ist toll, hier zu sein! Fantastisch! Aber kommen wir zur Sache. Amerika geht es schlecht. Das Land ist in der Krise. Aber ich werde sie lösen. Ich baue eine Mauer, denn wir haben zu viele Einwanderer aus unseren kriminellen Nachbarstaaten, Mexiko und Disneyland. Das ist falsch. Das ist Fakt. Jeder weiß es. Islamistische, chinesische Mexikaner kommen mit Drogen in unser Land, vergewaltigen mit iranischen Mickey-Mäusen unsere Hamburger. Und das beende ich. Ha, danke für die Frage, Donald. Sie zeigt eindrucksvoll, dass du keine Ahnung von Außenpolitik und anderen Ländern hast. Stopp, Hillary. Ich habe Ahnung von anderen Ländern. Und mein erster Staatsbesuch geht zu meinen Wurzeln nach Deutschland. Die Hauptstadt Amsterdam soll großartig sein. Mit ihrem Eiffelturm. Und ich bin auch gespannt, diesen Hitler mal kennenzulernen. Mm. Aber bei mir bleiben Ausländer im Ausland. Ah, danke für die Frage, Donald. Aber du hast selbst eine Ehefrau, die aus Slowenien kommt. Slowenien gehört nicht zur USA. Wenn ich den Code für die Atomwaffen habe, schon. Denn wir stehen vor Herausforderungen. Der IS kämpft gegen uns. Der Iran will mit Urin anreichern. Ich werde dagegen eine Mauer bauen. Danke für die Frage, Donald. Aber das ist naiv. Ich bin ja seit über 300 Jahren eine sehr erfahrene Politikerin. Lüge, das ist sinnig. Ich habe alle Länder der Welt gesehen. Lüge, das hat sie nicht. Ich war auf dem ganzen Erdball. Lüge, die Erde ist kein Ball. Donald, eine Mauer ist immer schlecht. Man muss nur die Regionen anschauen, die streng getrennt sind. Nord- und Südkorea, Elend in einem Teil. Nord- und Südzypern, Elend in einem Teil. Köln rechtsrheinisch und linksrheinisch, Elend in beiden Teilen. Ja, wir müssen... Wir müssen anders mit den Problemen umgehen. Genau, wir brauchen mehr Waffen. Ich verspreche, bei mir bekommt jedes amerikanische Kind zur Taufe eine Pumpgun. Also ein Jahr früher als normal. Ach, das ist lächerlich. Und deshalb lache ich jetzt auch, sobald das Patex wieder hält. Durch Waffen sterben in den USA jedes Jahr 32.000 Menschen. Das sind dieselbe Schuld. Sie hätten bei der Geburt ja weiß sein können. Und Waffen sind nicht gefährlich. Fakt ist, Ausländer kommen hierher, sie klauen Babys und bringen unseren Familien Gewalt, Drogen und Prostitution. Und Hillary leugnet die Probleme. Falsch. Ich halte regelmäßig vor Bankern Reden und Vorträge, wo ich für $200,000 alles sage, was die hören wollen. Glaub mir, Donald, ich weiß, was Prostitution ist. Und... Ich kenne die Probleme von amerikanischen Familien. Ich kämpfe als Feministin zum Beispiel gegen ungewollte Schwangerschaften. Ich auch. Ich habe allein durch mein Gesicht mehr Schwangerschaften verhindert als die Pille seit ihrer Erfindung. Und ich weiß, was Familie ist. Ich habe selber eine. Zum Beispiel meine rattengeile Ische, die ich jetzt mal auf die Bühne bitte. Begrüßen Sie the next First Lady. Applaus! Hello everybody. How are you doing? Es ist so toll, hier zu sein. Ist sie nicht ein heißes Teil? Das ist der Mensch, der mir am nächsten steht. Meine Frau, wie heißt du nochmal? Melania. Genau,
Martina. Und ich sage allen Wählern, macht es wie die heiße Miriam hier. Sie hat sich für mich entschieden. Michaela, sag den Leuten nochmal, was ich habe, was dich so überzeugt hat. Donald hat 10 Milliarden Dollar und Herzprobleme. Genau. Und sie unterstützt mich im Kampf gegen kriminelle Ausländer. Marina, wie heißt noch dieser Ausländer, den du am meisten hasst auf der Welt? Das ist Zellulitis. So ist es. Wenn ich den treffe, kommt er nach Guantanamo. Und vor allem schwöre ich, meine Frau ist besser als dein Mann. Falsch. Ich habe einen wunderbaren Mann. Wir wissen, was eine echte amerikanische Familie ist. Hey Leute, ich bin's, Bill. Sorry, ich bin zu spät. Ich hab nur im Verkehr festgesteckt. Und da musste ich nur in der Maske jemanden pudern. Hab ich was verpasst? Ich sagte gerade, ich weiß, was eine amerikanische Familie ist. Das stimmt und ich weiß es noch viel besser. Ich hab von diesen Familien noch 300 andere. Und Bill war schon Präsident, er kann mich unterstützen. Während Melania keinen richtigen Job und keine Ausbildung hat. Das stimmt nicht. Ich bin Model. Und um das zu werden, man muss können sehr, sehr viel. Man muss sich Eltern suchen, die beim Poppen gute Gene haben. Und man muss 10 Meter vorwärts gehen können. Zum Teil ohne Hilfe. Ja, das ist verdammt harte Arbeit. Außerdem hält sie mir den Rücken frei. Sag den Wählern, warum du das tust. Das ist meine Chance, dass ich Donald nicht von vorne sehen muss. Eben. Und wir. Und wir tauschen auch Gedanken aus. Marianne ist eine sehr intelligente Frau. Sie hat auch eine Meinung zur Politik. Falsch. Falsch, Donald. Sie hat eine Rede gehalten, die sie 1:1 bei Michelle Obama abgeguckt hat. Das stimmt nicht. Alles, was ich sage, sind meine eigenen Gedanken. Ich habe alles selbst geschrieben. Und was Donald will, ist ein kleiner Schritt für einen Mann, aber ein großer Sprung für die Menschheit. Ich habe einen Traum und ich finde, yes, we can. Gott würfelt nicht. Ich bin ein Berliner. Sony XHP 320. Sony XHP 320? Ach so, so heißt der Teleprompter. Lesen ist sehr schwierig. Das kann ich dir beibringen. Du kannst bei mir gerne ein Praktikum machen. Bill! Bill, kommen wir zu den Schlussstatements. Ja, lass mich das machen. Ne? Liebe Weller, ich kann nur sagen, ich liebe diese Frau. Sie ist großartig, sie ist klasse, sie hat alles, was ich mir im Leben wünsche. Aber Hillary ist auch nicht schlecht. Oh. Ich sage... Ich sage, liebe Amerikaner, ich bin eine vertrauenswürdige Präsidentin. Ich habe alle Informationen, die dieses Land braucht, auch die geheimsten. Und zwar auf meinem privaten Laptop. Ich hoffe, dass ich das Scheißding bald wiederfinde. Und ich rufe allen zu, wählt mich, denn sonst erkenne ich die Wahl nicht an. Denn die Demokraten fälschen die Wahlen. Bullshit! Nein, es ist erwiesen, in vielen Staaten haben sie sogar Tote in die Wählerlisten geschrieben und die Stimmen ausgezählt. Und wenn sie das machen, dann mache ich das auch. Und ich garantiere, allein durch die Hirntoten im Land komme ich auf 100%. In diesem Sinne das Schlussstatement: Gott schütze Amerika!